Ich bin Berufsschullehrerin. Das heißt, beruflich quäle ich keine Kinder, sondern Jugendliche und junge Erwachsene. Es macht doch echt total viel Spaß. Viel mehr als Kinder quälen, weil sich keine Eltern einmischen. Und Eltern nerven. Mit den Kids dagegen kannst du einfach alles machen. Du kannst zum Beispiel im März 2020 die Schule schließen. Ohne jeden Grund einfach zumachen. An der Berufsschule ist dagegen kein Widerstand zu erwarten. Von wem auch? Von den Lehrern? Die Lehrer haben sich überwiegend gefreut, ein bisschen verlängerte Ferien zu haben. Oder sie hatten vielleicht wirklich Angst. Auf jeden Fall war es mal was Neues. Und was Neues ist auf jeden Fall gut. Das heißt, von den Lehrern war kein Widerstand gegen diese Schulschließung zu erwarten. Von den Eltern? Wie gesagt, die Eltern mischen sich kaum noch ein an so einer Berufsschule. Das finde ich auch normal. Die Kinder sind ja erwachsen. Sie haben schon ihren Beruf. Aber nicht rum. Einfach weiterreden. Da ist schon klar, dass die Eltern sich da nicht mehr so viel kümmern. Von den Betrieben, die hatten genug mit ihren Hygienemaßnahmen und ihren Verordnungen zu tun. Da war die Frage, ob Auszubildende in die Schule gehen oder nicht, glaube ich, nicht die höchste Priorität für die. Von den Schülern, die haben sich auch gefreut, ein bisschen länger Ferien und außerdem mal ein bisschen Abwechslung. Also das heißt, kein Aufschrei seitens der beruflichen Schulen. Ich unterrichte persönlich drei verschiedene Schülergruppen und die möchte ich euch jetzt alle drei mal ein bisschen näher bringen. Die erste Gruppe sind die der Vollzeitschüler. Ich unterrichte im Fachbereich Metalltechnik, Handwerker, das heißt konkret Metallbauer. Und da gibt es das erste Lehrjahr, das kann man als Vollzeitschule machen, nennt sich Berufsfachschule Metall. Die Schüler sind 4 Tage in der Schule, in der Woche in der Schule und einen Tag sind sie dann im Betrieb, im Praktikum. Sie haben mehr praktischen Unterricht als theoretischen Unterricht. Diese Schüler haben traditionell ein eher angespanntes Verhältnis zur Institution Schule und da kommen sie halt bei uns da an irgendwann mal. Die waren nicht traurig, dass die Schule geschlossen wurde, denn dann können sie ja zu Hause rumsitzen. Nach dem Lockdown, speziell jetzt nach dem 2. Lockdown, kamen sie dann wieder in die Schule. Sie hatten noch mehr Zeit am Computer oder am Handy verbracht, doppelt so viel haben Studien ergeben wie vorher. Sie haben halb so viel Bewegung gehabt wie vorher, halb so viel Interesse für die Schule aufgewendet wie vorher. Manche sind richtig dick geworden, die haben so richtig Pausbäckchen gekriegt in der Zeit. Den sieht man also den Lockdown an und ob die nochmal zurückkommen zum Sport, das ist die nächste Frage. Der Spiegel schreibt am 21.06.2021 von einer Studie der Goethe-Universität Frankfurt, dass der Distanzunterricht so effektiv war wie die Sommerferien, dass es kaum Hinweise gibt auf Lerneffekte, dass es hier wissensmäßig zu einer Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen kam. Und nachdem ich nach monatelangem Online-Tanzunterricht mal wieder in der Tanzschule war, da weiß ich auch, was die da meinen. Der Spiegel sagt, oder die Studie sagt, das Recht auf Bildung war im Online-Unterricht nicht gewährleistet. Wie reagiert jetzt das Schulamt, speziell bei den Vollzeitschülern? Man sagt, die dürfen freiwillig ein Jahr wiederholen. Die Deutsche Gesellschaft für Bildungsverwaltung sagt unter der Überschrift Anschluss statt Ausschluss, dass die freiwillige Wiederholung das falsche Signal ist. Das begründet sie anhand von 5 Punkten. Erstens, ich zitiere, die Verantwortung für den Umgang mit den Folgen der Pandemie darf nicht von der Schule auf die Ebene der Familien verschoben werden. Hintergrund dieser These ist, dass angedacht ist, dass die Schüler und die Eltern entscheiden, ob das Jahr wiederholt wird. Eltern besitzen aber nicht die Kompetenz zu entscheiden, ob das Kind in dem Jahr genug gelernt hat oder ob es im nächsten Jahr mitkommen kann. Das ist eine Aufgabe der Schule, es ist eine Aufgabe der Lehrer, im Einzelfall zu entscheiden, ob ein Kind, ein Jugendlicher eine Klasse wiederholen sollte oder nicht. Der zweite Punkt.
Es fehlt an klaren Konzepten, wie den Schülern, die angesichts des langfristigen Aussetzens regulären Unterrichts erhebliche Lernrückstände aufweisen, auf der Basis passgenauer Förderungen der Anschluss ermöglicht werden sollen. Damit wollen wir sagen, es sind ja nicht einzelne Schüler betroffen, es sind alle Schüler betroffen. Jeder hat in dieser Zeit Defizite dazu bekommen, nur nicht alle im gleichen Segment. Und nun müsste das von der Schule aufgearbeitet werden, und zwar in jedem Einzelfall. Dazu brauchen wir Kapazitäten, vor allem natürlich Lehrkräfte, geschulte, ausgebildete Lehrkräfte, die in der Lage sind, zu diagnostizieren, was fehlt hier eigentlich und wie kann ich gezielt diesem Schüler helfen und nicht einfach mit der Gießkanne rübergehen. Der dritte Punkt. Genauso wie es an differenzierten Förderkonzepten fehlt, ist bislang nicht hinreichend konzeptionell unterfüttert, wie die Beratung der Wiederholungswilligen erfolgen soll. Also das heißt, die Lehrer, die ja die Schüler jetzt auch ein halbes Jahr nicht gesehen haben, sollen jetzt die Eltern und die Schüler beraten, wer besser das Jahr wiederholen sollte oder wer nicht. Das können die Lehrer auch nicht leisten. Viertens, die Möglichkeit zur freiwilligen Wiederholung blendet die schulorganisatorischen Konsequenzen weitgehend aus. Muss ich zugeben, sogar als Lehrer habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Was ist denn, wenn die jetzt plötzlich alle wiederholen wollen? Dann habe ich plötzlich in einem Jahrgang, in der ersten Klasse, habe ich dann statt 40, 80 Kinder sitzen, habe dafür keine zweite Klasse. Wie soll sowas denn ablaufen? Also, ein flächendeckendes Wiederholen ist natürlich aus organisatorischen Gründen nicht machbar. Das nächste schulorganisatorische, wie will ich denn dann sicherstellen, dass sie nicht wieder alleine gelassen werden? Wie will ich sicherstellen, dass sie in die Schule kommen können? Wie will ich sicherstellen, dass dann genügend Lehrer da sind, die sich ihrer annehmen? Und ich sage immer meinen Schülern, wenn jemand wiederholen möchte, die Voraussetzung für erfolgreiches Wiederholen ist ja, dass irgendetwas anders ist. Es wieder genauso machen, dann ist es nur ein Jahr verdummt. Der fünfte Punkt. Die Folgen etwaiger Wiederholungen für das psychoemotionale Erleben der Schüler werden vollends ausgeblendet. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ein junger Mensch, der wiederholt, der wird aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen, aus seinem Klassenverband herausgerissen, er kommt in eine völlig neue Klasse. Damit ist auch eine gewisse Stigmatisierung verbunden, der ist ja zu dumm, der muss ja wiederholen. Und letztlich auch für ihn ein Gefühl des Scheiterns. Ich habe dieses Klassenziel nicht erreicht. Und der Grund dafür liegt in diesem Fall überhaupt nicht beim Schüler selber, sondern bei den äußeren Umständen. Welche Folgen das für ihn hat, darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Nach meiner Erfahrung brauchen Schüler nicht freiwilliges Wiederholen. Sie brauchen auch keine Digitalisierung, besseres Internet oder Endgeräte. Sie brauchen einen Lehrer, der an sie glaubt und der ihnen hilft, der sie dort abholt, wo sie stehen, der ihnen das Gefühl gibt, dass sie ihnen wichtig sind. Dafür müssten wir das Geld in die Hand nehmen, nicht für die Endgeräte. In gewisser Weise sind wir eine Schule, in die die Schüler, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, freiwillig gehen. Das heißt, sie können sich, wenn sie die Berufsschulpflicht erfüllt haben, müssen sie nicht mehr zu uns kommen. Und in jedem Lockdown sind Schüler verloren gegangen. Die sind nach dem Lockdown einfach nicht mehr aufgetaucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sonst nicht vorkommt. Ich will auch nicht sagen, dass es alles an Corona liegt. Aber ich frage mich in solchen Fällen immer, können wir uns das als Gesellschaft leisten? Dass dann ein Anteil Schüler niemals eine Berufsausbildung bekommt, zu Hause rumsitzt, eventuell Hartz IV kassiert oder nachher dann das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn ich meine Schüler höre und frage, was wollt ihr werden, dann sagen ganz viele, Harzler, Harzler ist gut. Aber sobald sie meine Lehrstelle haben, stellt sich raus, dass das eine Lüge ist. Keiner will Harzler werden. Keiner von denen möchte auf einem vom Sozialamt finanzierten Sofa in der Sozialwohnung sitzen. Diese Schüler träumen ganz konservative Träume. Sie träumen von einer Arbeit, die sie ernähren kann. Sie träumen von einer Frau, mit der sie was aufbauen können. Sie träumen von einem Zuhause. Sie träumen von Kindern, damit sie was weitergeben können. Das sind die Träume der Schüler. Niemand, nach meiner Erfahrung, will Harzler werden. Komme ich zur zweiten Gruppe, den Teilzeitschülern, die eine
Lehrstelle haben, die kommen 1,5 Tage die Woche durchschnittlich in die Schule, ansonsten sind die im Betrieb. Mit anderen Worten, wenn die Schule zu ist, sind sie durchgehend im Betrieb. Jetzt können wir uns natürlich auch fragen, warum sich die Betriebe nicht beschweren. Die haben da zum Teil sehr tüchtige junge Leute, die für relativ wenig Geld arbeiten, denn sie sind ja Auszubildende, da freuen sie sich, wenn die mehr arbeiten. Was sich wenig Leute klar machen, habe ich mir auch nicht klar gemacht, dass nur 24% der Beschäftigten in Deutschland auch nur teilweise im Homeoffice arbeiten konnten. Alle anderen sind jeden Tag zu ihrer Arbeitsstelle gegangen, auch meine Schüler. Es war nicht zu gefährlich, dass sie in die Schule kommen und im Klassenverband zusammensitzen. Es war aber nicht zu gefährlich, im Bus zusammen auf die Baustelle zu fahren oder dort sogar mit Leuten anderer Gewerke zusammenzuarbeiten. Das war nicht zu gefährlich. Natürlich zeigt sich auch bei diesen ein erhebliches Bildungsdefizit. Sie kämpfen jetzt mit schlechten Zukunftschancen. Wenn ich mit Betrieben telefoniere, dann heißt es durchweg, oh nee, also ich nehme jetzt immer mal keine Auszubildenden mehr, man weiß nicht, wie es weitergeht, ich kann noch niemanden einstellen und am liebsten würde ich den Laden sowieso zumachen. Das verbunden damit, dass Sie diejenigen sind, die die Kosten zu tragen haben. Auch die ganz konkreten finanziellen Folgen der Krise. Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft hat dazu gesagt, länger arbeiten und weniger Urlaub, das führt uns aus der Krise. Ich sage immer, mich trifft es nicht mehr. Die dritte Gruppe meiner Schüler, die wird in der Öffentlichkeit, finde ich, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ich unterrichte in der Justizvollzugsanstalt, auch die Leute dort dürfen eine Ausbildung machen, Erwachsene, ich bin in Mannheim in der Justizvollzugsanstalt. Ich stehe da auch dahinter, ich bin der Meinung, dass Eingliederung nur gelingen kann, wenn der junge Mensch oder auch der ältere Mensch eine Chance in der Gesellschaft hat und durch Berufsausbildung wird diese Chance nun mal erhöht. Das heißt, ich finde es super, dass es das gibt. Diese Schüler hatten über 6 Monate keinen persönlichen Bezug. Das heißt, niemand durfte die JVA betreten, nicht nur ich nicht, sondern auch ihre Angehörigen nicht. Besuche haben ausschließlich über Skype stattgefunden. Inzwischen ist ein Besuch von 45 Minuten im Monat erlaubt. Mit Trennscheibe, versteht sich. Das finde ich persönlich zutiefst unhuman, wie man mit diesen Menschen umgeht. Und ich möchte an dieser Stelle das jetzt hier zitieren, der gesagt hat, den Grad der Zivilisation einer Gesellschaft kann man am Zustand ihrer Gefangenen ablesen. Ich möchte noch kurz zu dem Nutzen der Lockdowns was sagen. Der Fokus hat am 1.6. geschrieben, eine Studie der Uni München, der Effekt von Lockdown und Notbremse war offenbar deutlich überschätzt. Die Schulschließungen waren als Notmaßnahme unbedeutend. Die Fallzahlen aus Ausbrüchen an Schulen sind weiterhin unbedeutend gering. Nun ist ja fast wieder Regelbetrieb. Die Schüler dürfen wieder kommen, sogar schon wieder ohne Maske im Unterricht sitzen. Aber die Schüler haben nach wie vor Angst. Viele lassen sich impfen. Und ich glaube nicht, dass sie sich impfen lassen, weil sie ihre Freiheiten zurückkriegen wollen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein Aspekt. Aber in erster Linie wollen diese jungen Leute ordentliche Mitglieder der Gesellschaft werden. Sie wollen etwas beitragen zum Volkswohl. Das ist ihnen wichtig. Und sie wollen sicher nicht die Oma umbringen. Ich habe vorhin gesagt, mit den Kids kann man alles machen. Aber muss man das dann auch machen? Meiner Meinung nach, als Lehrerin oder als Mutter, sind wir für die nächste Generation verantwortlich und nicht sie für uns. Wir machen letztlich die Regeln, nach denen sie leben müssen. Wir hören uns vielleicht einen Vorschlag an, wir sagen auch gerne mal, geht mal demonstrieren, hier Fridays for Future, sage ich auch selber immer, süß, die Kleinen, lass sie doch machen. Letztlich sind es aber wir, die die Regeln machen. Mit unserer Impfkampagne für Kinder nutzen wir die Gutmütigkeit der Jugendlichen schamlos aus. Ich frage mich, ob das ethisch vertretbar ist. Mir persönlich fehlen die Worte, um auszudrücken, was ich empfinde, angesichts des Versagens unserer Generation gegenüber dem Nächsten. Dankeschön.
rein.